ein Zitat des ehemaligen italienischen Innenministers Salvini. Ich habe 5 Millionen Italiener, die unter der Armutsgrenze leben. Erst wenn ich mich um sie gekümmert habe, dann kümmere ich mich um den Rest der Welt. Und genau so eine Regierung brauchen wir auch in Deutschland. So, hallo liebe Freunde. Ja, ich komme hier nicht ganz aus der Gegend, also Dornstadt ursprünglich. Bin allerdings jetzt, wohne schon seit über zehn Jahren in Karlsruhe. Und deswegen war der Anreiseweg auch ein bisschen schwierig. Ihr wisst alle, wie das ist auf der A8. Relativ schwierig und natürlich mit den ganzen Dingen, die uns da eine grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg in den Weg legt. Aber liebe Freunde, es ist wirklich ein super, super sonniger Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und man könnte gar nicht glauben, dass wir in Deutschland solche Probleme haben. Solche Probleme, die wir aber eigentlich nur haben wegen der Regierung, die wir eigentlich gar nicht haben müssten. Überall hören Sie ja, dass gesagt wird, Deutschland ist ein reiches Land. Die Deutschen sind die reichsten in Europa. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass wir im Betrieb die ganzen Beiträge für die EU bezahlen. Jedes Jahr 35 Milliarden Euro. Dass wir 10 Milliarden an Indien verschenken, die damit dann Windindustrieanlagen und Solaranlagen bauen und russisches Öl kaufen, das wir ja nicht mehr kaufen dürfen, daraus dann Diesel und Benzin machen und wir das von denen wieder teuer abkaufen. Also was für ein Wahnsinn, weil dann ist es ja nicht mehr aus Russland und dann geht es für 10 Milliarden Euro, kann man alles reinwaschen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oder warum zahlen wir eigentlich 600 Millionen Euro Entwicklungshilfe an China. An China, die größte Industrienation der Welt, wird jedes Jahr finanziert mit 600 Millionen Euro, damit die dann in Deutschland hier Unternehmen aufkaufen können. Ja? Können wir ja hier überall auch in der Stadt, wenn ich glaube ich, verschiedene Unternehmen auch hier in der Region sind ja hier von Chinesen aufgekauft worden, natürlich nicht, um in Zukunft auch in Deutschland zu produzieren, sondern ganz einfach, um peu à peu die Produktion nach China zu verlagern, dass hier nur noch der Vertrieb stattfindet, die Patente abzugreifen und sonst eben nichts. Also das Märchen vom reichen Deutschland. Wie ist es aber denn wirklich? Wie ist es denn wirklich? Fragen wir doch mal ein Institut, mit dem die AfD mit Sicherheit ganz, ganz wenig zu tun hat. Nämlich die Europäische Zentralbank. Und die hat schon vor einigen Jahren klargestellt, dass die Deutschen die Ärmsten im Euroraum sind. Nämlich eine durchschnittliche italienische Familie hat ein dreimal so hohes Haushaltsvermögen wie eine durchschnittliche deutsche Familie. Und selbst eine griechische Durchschnittsfamilie, die wir ja jetzt bereits seit mehr als 10 Jahren durchfüttern, hat ein doppelt so hohes Haushaltsvermögen wie eine deutsche Familie. Wir sind diejenigen in Deutschland mit der geringsten Wohneigentumsquote quasi auf der Welt. Wir sind der vorletzte auf der ganzen Welt, was die Wohneigentumsquote angeht. In Deutschland leben nur rund 45% der Menschen in den eigenen 4 Wänden. Der europäische Schnitt, der EU-Schnitt, ist bei über 70%. In Bulgarien und Rumänien wohnen 96% in den eigenen 4 Wänden. In Italien sind es 85% und in Frankreich sind es 75%. Also viel, viel mehr. Und wir erleben das ja in jeder Krise. Ist Wohneigentum die beste Sicherheit gegen Arbeitslosigkeit, die beste Altersvorsorge, die es überhaupt gibt? Und was macht die Regierung? Die sorgt mit ihren unseligen Maßnahmen dafür, dass diese Wohneigentumsquote immer weiter nach unten geht. Was ist noch? Wir haben in Deutschland den niedrigsten Rentenfaktor in der EU. 48%. Und in den anderen Ländern, und da braucht man nicht nach Bulgarien zu gehen oder nach Rumänien. Gehen wir doch einfach mal nach Österreich. Die haben einen Rentenfaktor von 91%.
in Italien 95%. Und der Oberwitz ist, dass die anderen Europäer im Durchschnitt 5 Jahre vor uns in Rente gehen und den doppelten Rentenfaktor haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. So sieht es nämlich aus mit dem angeblich reichen Deutschland. Und jetzt haben wir die Situation, was kommt jetzt noch? Jetzt kommt die Inflation. Die Deutschen sind schon die ärmsten im Euroraum, haben die geringste Wohneigentumsquote, müssen am längsten arbeiten in Deutschland und den geringsten Rentenfaktor. Also unglaublich. Und jetzt kommt noch die Inflation. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, 86-Euro-Schein habe ich hier für jeden von Ihnen mitgebracht. Das ist nämlich das, was Ihr 100-Euro-Schein von letztem Jahr nach einem Jahr Ampel noch wert ist. Und Sie merken es ja selber alle im Supermarkt, die Preise für die Lebensmittel haben sich teilweise fast verdoppelt. Wenn wir uns den ganzen Wahnsinn jetzt hier anschauen, die Deutschen also angeblich die reichsten in Europa und deswegen können sie ja die ganze Party finanzieren. Ich will es einfach nochmal wiederholen. Die Ärmsten im Euroraum, sagt die EZB, geringste Wohneigentumsquote, geringster Rentenfaktor und das höchste Renteneintrittsalter. Wir arbeiten also 5 Jahre im Schnitt länger für viel geringere Renten. So ist die Situation und dann wird ja trotzdem gesagt, die sind die Reichsten und jetzt machen wir mal so ein paar Programme. Erinnert man sich vielleicht noch an das Corona-Rettungspaket, das vor 2 Jahren in Europa geschnürt wurde, 750 Milliarden Euro. Deutschland hat da netto 133 Milliarden Euro einbezahlt. Das heißt, mehr einbezahlt, als wir rausbekommen haben. 133 Milliarden Euro, kann sich vielleicht irgendwie überhaupt niemand was darunter vorstellen. Aber dann rechnen wir das doch mal aus. Auf pro Kopf der Bevölkerung heißt es 1.650 Euro, jeder von uns. Das heißt, für eine vierköpfige Familie waren das 6.600 Euro, jede vierköpfige Familie ans europäische Ausland verschenkt. An Länder, die ein weitaus höheres Familienvermögen haben als in Deutschland, die eine höhere Wohneigentumsquote haben, die kürzer arbeiten wie wir und eine viel höhere Rente bekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn Sie das Glück gehabt haben, in Spanien zu wohnen, dann haben Sie pro Kopf 1.750 Euro bekommen. Das sind über 7.000 Euro pro Familie, vierköpfige Familie. Wenn Sie in Italien gewohnt haben, haben sie immerhin noch 1.000 Euro pro Kopf bekommen. Das heißt, eine vierköpfige Familie 4.000 Euro. Und das ist nicht einfach nur so, dass ich das jetzt so sage und dass es rein rechnerisch so ist, sondern es ist tatsächlich so. Was glauben Sie denn, was die italienische Regierung mit diesen Corona-Hilfen aus Deutschland, mit diesen 4.000 Euro pro Familie gemacht hat? Was hat die italienische Regierung damit gemacht? Sie haben die Energiepreise für die Italiener gesenkt, die Gaspreise, die Ölpreise, die Benzinpreise, damit subventioniert und damit gesorgt, dass die Preise nicht explodieren. Was ist hier in Deutschland passiert letztes Jahr? 300 Euro haben wir bekommen, also Tausende von Euro mehr Kosten für Energie und 300 läppische Euro, die wir auch noch versteuern mussten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was für ein Aberwitz ist das denn? Bitte schön. Totaler, totaler Wahnsinn. Und eines muss ich Ihnen auch klar sagen. Also ist das regierungsgemacht. Das Geld wäre da, um unseren Forderungen nachzukommen, nämlich die Steuern auf Energie zu senken. Aber die Problematik ist, die Regierung will es nicht. Die Regierung will es nicht. Weil alle Debatten im Deutschen Bundestag und in den Ausschüssen, da geht es immer nur darum, CO2 einzusparen. Der Regierung ist es ziemlich egal, ob die Bürger das bezahlen können und ob es machbar ist. Das sehen wir doch zum Beispiel beim Heizungshammer. Es geht nur darum, CO2 einzusparen. Und bei uns ist es eben genau andersrum. Wir sagen zunächst einmal, es gibt nur eine einzige Aufgabe, die eine Regierung hat, nur eine einzige, nämlich dafür zu sorgen, dass es den Menschen im eigenen Land besser geht und sonst nichts anderes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Mittelpunkt unserer Politik stehen die Menschen.
Die Menschen müssen sich in unserem Land wieder vernünftig eine Wohnung leisten können. Sie müssen sich ihre Heizkosten leisten können und sie müssen sich die Freiheit in unserem Land leisten können. Und wenn das erreicht ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, erst dann können wir uns über alles andere unterhalten. Jetzt frage ich Sie, warum sind wir eigentlich in dieser Situation, dass wir jetzt quasi faktisch enteignet werden, indem vielen Menschen die Altersvorsorge zerstört wird, indem die Mieten explodieren durch diesen Heizungshammer? Warum sind wir in der Situation? Warum ist eigentlich der Rest Europas nicht in der gleichen Situation wie wir? Schauen wir doch mal nach Frankreich. Da gibt es kein Problem im Heizungshammer. Überhaupt gar kein Problem. Warum? Weil die ihre Kernkraftwerke nicht abgeschaltet haben. Das muss man mal klar und deutlich sagen. Die haben nämlich 56 Kernkraftwerke und planen derzeit 14 neue. Und deshalb erzeugen die heute schon ihren Strom nahezu zu 100% CO2-frei. Die haben ihre Ziele erreicht, müssen überhaupt nichts machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und der Gag an der ganzen Sache ist, dass die in Frankreich deshalb die Hälfte für den Strom bezahlen, weil sie nicht eine so irrsinnige Energiewende machen wie bei uns, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein Industrieland nur mit Wind und Sonne alleine zu betreiben, die viertgrößte Industrienation der Welt. Das ist totaler Wahnsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es hört sich schon, die Amerikaner und die Welt lacht ja nur noch über Deutschland. Die haben das ja auch schon erkannt, das Wall Street Journal hat bereits vor 3 Jahren gesagt, was Deutschland macht, was die deutsche Regierung macht, ist die weltdümmste Energiepolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und weil in Frankreich der Strom so billig ist, deswegen heizen sie in Frankreich schon seit Jahrzehnten mit Strom. Und das heizen damit auch CO2-frei. Und das heißt, sie müssen überhaupt nichts machen. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Bevölkerung verarmt werden soll. Und die Rechnung kommt jetzt nicht von mir, sondern von einer Regierungspartei, nämlich die FDP-Bundestagsfraktion, hat ausgerechnet, also die selber dieses Gesetz auf den Weg bringt, dass das Ganze 2.500 Milliarden Euro kosten wird. Kann sich irgendjemand vorstellen, was 2.500 Milliarden Euro überhaupt sind? Wenn Sie das auf die Bevölkerung umrechnen, dann sind das 30.000 Euro pro Kopf. Da sieht man, was für ein Wahnsinn das ist. Und zwar vom Kleinkind bis zum Kreis. Jeder von uns 30.000 Euro in irgendeiner Weise das zu bezahlen. Das ist doch totaler Irrsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nicht bezahlbar, nicht machbar und Wahnsinn. Und deshalb muss dieser Irrsinn sofort gestoppt werden. Und dabei wäre es doch so einfach. Es wäre doch so einfach. Wir müssten diesen ganzen Wahnsinn gar nicht machen. Wir könnten einfach mal von unseren europäischen Nachbarn lernen. Wir könnten einfach mal über die Grenze schauen und gucken, was machen die denn? Sagen Sie mir ein anderes Land auf der Welt, das gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie aussteigt. Gibt es ein einziges anderes Land auf der Welt? Es gibt kein anderes Land auf der Welt und niemand wird uns folgen. Niemand. Die langen sich alle an den Kopf. Man muss sich das mal überlegen. China allein plant derzeit den Bau von 60 Kernkraftwerken und den weiteren Bau von weiteren 250 Kohlekraftwerken. Wir müssen uns das mal überlegen. Es ist bereits ausgerechnet. Wenn wir heute aufhören würden, CO2 zu erzeugen, bitte dabei nicht das Ausatmen vergessen einzustellen. Weil jeder von uns erzeugt ja auch jede Menge CO2 beim Atmen. Also bitte auch das einstellen. Also wenn wir auch das Atmen, das Heizen, das Fahren, das Reisen, das Arbeiten einstellen würden und kein CO2 mehr erzeugen würden,
dann würde das, was wir die nächsten 20 Jahre quasi nicht erzeugen würden, in China in 6 Monaten erzeugt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Daran sieht man, wie wahnsinnig diese ganze Politik und selbstzerstörerisch diese ganze Politik ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb sage ich Ihnen, lasst uns von unseren europäischen Freunden lernen. Die haben alle nicht das Problem, weil die haben sich klar und deutlich entschieden. Und die EU sagt ja auch, die Kernenergie ist eine grüne und nachhaltige Energie und der einzige Weg, ausreichend CO2 einzusparen. Das sagt im Übrigen auch die heilige Greta Thunberg, sagt das auch. Und dann muss es ja stimmen, wenn es Greta Thunberg sagt, dann muss es ja wahr sein, zumindest bei den Grünen. Vielleicht wäre es einfach mal gut, wenn sie auf ihre eigene Klimaheilige hören würden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das würde nämlich 1:1 dazu führen, dass Energie in Deutschland wieder bezahlbar wäre. Der Wahnsinn, man muss sich das mal vorstellen. Hätte man die 3 Kernkraftwerke im April einfach weiterlaufen lassen und hätte man die, die im Jahr davor abgeschaltet wurden, weitere 3, wieder eingeschaltet, dann hätte sich von heute auf morgen der Strompreis halbiert. Man muss sich das mal überlegen, da hätte man einen Strompreis wie in Frankreich und im Rest Europa. Der Rest Europa zahlt nämlich nur die Hälfte für den Strom wie wir, weil die sagen, wir setzen auf Kernenergie, auf einen Energiemix aus Kernenergie, aus Kohle und aus vielen Energieträgern. Natürlich kann man Sonne und Wind auch als Beimischung nehmen, aber man kann keine Industrienation nur von Wind und Sonne allein betreiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb für einen klaren Energiemix, der dafür sorgt, dann würden wir automatisch die Klimaziele erreichen, ob man das braucht oder nicht, egal, aber man hätte dieses Problem nicht, so wie in Frankreich. Wir würden die Hälfte für die Energiepreise zahlen und vor allem würden die Arbeitsplätze nicht in Deutschland vernichtet werden. Was glauben Sie denn, warum BASF in Ludwigshafen 10 Milliarden Euro in China investiert? Verkaufen die jetzt plötzlich so viele neue Produkte? Ganz bestimmt im Leben nicht. Der Markt ist nicht größer, sondern sie werden für 10 Milliarden Euro die Arbeitsplätze verlagern. Oder was hier zum Beispiel viel mehr ist, Daimler verlagert seine Motorenproduktion für viele 100 Millionen Euro nach China. Warum machen die das? Die verlagern doch nicht für hunderte von Millionen Euro, weil sie in Zukunft keine Autos mehr produzieren wollen, sondern sie wollen sie in Zukunft in China produzieren, wo sie 6 Cent für die Kilowattstunde bezahlen. Was zahlt man in Deutschland? 35? Ja, was für ein Wahnsinn, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wo sie so viel CO2 rausblasen können, wie sie wollen. Weil die Chinesen und alle Entwicklungsländer auf dieser Welt laut Pariser Klimaabkommen dürfen bis 2030 ihren CO2-Ausstoß unbegrenzt weiter erhöhen. Völlig unbegrenzt, ohne Limit. Und genau das machen die doch auch. Genau das machen die auch. Die ziehen bei uns die Arbeitsplätze ab und in Zukunft werden wir Autos Mercedes aus China importieren müssen durch diese Wahnsinnspolitik. Und das muss gestoppt werden. Es wäre also sehr, sehr einfach, Politik für die Menschen zu machen. Für uns Bürger. Und deswegen sagen wir ganz klar, unser Land zuerst, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen einfach noch ein Zitat zum Abschluss. Ein Zitat des ehemaligen italienischen Innenministers Salvini nennen, der ja jetzt auch wieder in der Regierung ist. Der hat vor ein paar Jahren gesagt, ich habe 5 Millionen Italiener, die unter der Armutsgrenze leben. Erst wenn ich mich um sie gekümmert habe, dann kümmere ich mich um den Rest der Welt. Und genau so eine Regierung brauchen wir auch in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine AfD-geführte Bundesregierung. Herzlichen Dank.